Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Und schon wieder habe ich es mit der Steuerung nicht hinbekommen am Anfang. Auf jeden Fall schauen wir mal, wo wir sind. Er hat jetzt unsere Eisdiele und Edelspinnen dabei. Hat er auch schon umbenannt. Das finde ich gut. Schauen wir mal. Es kann jetzt Käferbiss, Elektronetz, Elektroball und Voltwechsel. Dann ist Elektroball und Voltwechsel neu. Eistüte habe ich hier noch so gar nicht gesehen. Und da Lawine, Eissturm. Ich glaube, Eissturm ist ganz gut, wenn wir das. Eissturm ist ja ein Angriff. Das ist ja gar nicht dieses. Dieser Angriff, wo Hagel verursacht. So, das ist auch nicht schlecht, das da brauche ich jetzt persönlich nicht, aber anscheinend ist es schon mal zu gebrauchen. So, Walter ist auch noch drin, Nick und Petri auch. Das heißt, jetzt ist mein Team soweit mal fürs Erste komplett. Wenn ich jetzt nicht noch irgendein Pokémon finden sollte, das ich jetzt unbedingt drin haben möchte, dann würde ich wahrscheinlich Enacten oder Eistüte FV erstmal rausmachen. Aber ich hoffe mal, dass sowas nicht kommt, denn ich würde diese drei gerne behalten, vorerst mal. Und zumindest mal auf die letzte Entwicklungsstufe bringen. So. Dann schauen wir mal. Petri wird jetzt trainiert, dann trainieren wir Nick erstmal und Walter, schauen wir mal, was wir mit dem machen. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal weiter und wie es ausschaut, sind wir auch ein kleines Stück weitergekommen. Ich habe ja keine Ahnung, wie groß die Elektrolythülle ist. Und da ist auch schon das Ende, das ist ja schön. Und da haben wir N. In einer Welt, in der sich zu viele Wertvorstellungen vermischen, herrscht unentfindbares Chaos. Alles ist grau und grau. Das kann ich nicht dulden. Trennt man die Pokémon von den Menschen, so teilt man die Welt damit feinsäuberlich in Schwarz und Weiß. Nur so können die Pokémon auch endlich ihr wahres Potenzial entfalten. Ja, das ist mein Traum. Und dieser Traum muss Realität werden. Sag, Black, hast du auch... du einen Traum? Nein. Du hast also keinen Traum? Dann kannst du mich niemals verstehen. Also gut, vielleicht dann... vielleicht kann ich... im Kampf deine Meinung ändern. Ja, als würde ich von einem Kampf einen Traum bekommen, aber... muss man nicht verstehen. Wie manche Pokémon-Trainer denken von denen. So, auf jeden Fall Sedimentur, das kennen wir doch schon, ja genau. Das sollte eigentlich nicht von Petri bekämpft werden, da tauschen wir mit Nick aus. So, ein Katapult. Das tut doch schon ein bisschen weh, aber das ist eigentlich noch ganz okay. Kalklinge, Siedewasser. Machen wir mal Kalkwasser. Ich habe gedacht, Nick könnte schon Turbo-Tempo oder wie das, wie der Angriff heißt, mit Wasserdüse, genau. Turbo-Tempo hat ja, glaube ich, irgendwas mit Yu-Gi-Oh! Zu tun. So. Petri Level 31. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches verlerne. Feuer-Oden ist auf jeden Fall Drachenangriff. Das ist schon mal gut. So. Ja, eine Attacke vergessen. Ich glaube, Zertrümmerer wäre am besten. Ich mach's jetzt einfach mal Zertrümmerer weg. Ich glaube, das braucht man so gut wie gar nicht mehr. Ich hab grad niesen müssen. Okay. So, dann tauschen wir mit. Lassen wir Nick drin. Obwohl, gegen WhatsApp war es wohl nicht die beste Entscheidung. Da holen wir den ewigsten Kampf, den wir je gesehen haben. WhatsApp gegen WhatsApp. Oh ne, ich hole Eistüte rein. Habe ich auch noch nicht mitgekämpft, würde ich jetzt gerne mal tun. Ah,
Magnesäfte dürfte eigentlich nicht so wehtun. Achso, genau, bringt ja auch gar nichts. Versuchen wir es direkt mal mit. Eissturm. Und es senkt die Initiative, das dürfte eigentlich heißen, wir sind jetzt schneller. Oder auch nicht, noch nicht. Und wenn unsere Initiative gesenkt wird, dann sowieso nicht. So, mit Eislawine haben wir es dann besiegt. Bringt auch gute Erfahrung. Relativ. Castadur. Das ist ein Auftrag für Walter. So. Ich habe ja eigentlich früher immer die, oder macht das ja heute auch noch so, dass ich eigentlich immer die Pokémon bis zum bitteren Ende kämpfen lasse, aber ich denke, ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, indem ich immer die passenden Pokémon einwechsle. Klick ist auch was für Walter. Ist ja ein Stahl-Pokémon. So, dann Funkfluten, das dürfte auch direkt One-Hit weg sein. Ja. Und da hätten wir für Walter noch kein Level up, aber was soll's. Warum nur? Ich war sehr schweren Herzens, habe ich mich in die Rolle des Trainers begeben und habe doch nur verloren. So würde ich meine Wirklichkeit niemals erreichen können. Ich verdiene die Freundschaft eines legendären Pokémon nicht. Black. Black? Na, ist ja Bell. Ist es nicht mehr weit bis Panero City? Du hast guten Ohren, Bell. Ich staune, dass du selbst auf diese Entfernung die Stimme von Black ausmachen konntest. Aber sag mir, Black, wer ist dieser Trainer da bei dir? Professor Eche, richtig. Die zwang die Pokémon nach feldwillkürlicher Regeln in irgend so ein Klassifikationssystem, ohne jemals die Beziehung zwischen ihnen und ihren Trainern zu hinterfragen, und sie glauben tatsächlich so die Existenz der Pokémon als solche verstehen zu können. Ich denke, ihre Pokédex nicht gut. Ich kann ihren Pokédex nicht gut heißen. Was denken sie sich nur dabei? Woher stammt nur diese große Abneigung, die du mir entgegenbringst? Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Du hast deine Sicht der Dinge und ich habe meine. Keine der beiden Sichtweisen ist repräsentativ für alle. Sollte letztlich nicht jeder für sich selbst entscheiden dürfen, wie man den Pokémon begegnen sollte? Das kann ich nicht gelten lassen. Menschen mit ihrer Sicht der Dinge fügen dem Pokémon nur Leid zu. Das kann meine Augen vor solchem großen Unrecht nicht einfach verschließen. Sehe schon. Ich werde ihn nicht so einfach von seiner Meinung abbringen können. Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass er sich anhört, wie andere über diese Sache denken. Mal sehen. Ich will lieber noch zusätzliche Daten sammeln. Um unsere Freundschaft mit dem Pokémon weiter zu vertiefen, müssen wir so viel wie möglich über sie in Erfahrung bringen. Du, Black! Ich bin doch jetzt die Leibwache von Professor Eche, also werde ich sie begleiten. So, jetzt schauen wir aber erstmal kurz, was hier unten ist. Da sind ja auch noch Trainer. Ich habe mir im Schweiß meiner Füße eine eigene Gewinnstrategie zurechtgelegt. So, was hat er denn? Ein... Oh, sind wir dem schon mal begegnet? Elfen? Scheint recht interessant zu sein. Dürfte uns ein PT auch gut Schaden zufügen, weil wir nicht aufpassen, aber ich versuche mal Akrobatik. Ist, glaube ich, eine relativ starke Attacke. Oh ja, das ist sehr effektiv. Und 1400 Erfahrung gibt es auch noch. So, dann versuchen wir es direkt nochmal mit Akrobatik. Ja, ist bei dem jetzt nicht wirklich effektiv. Und Lage zieht uns auch um sehr viel ab. Okay. Das war dann wohl nicht so gut. Dann machen wir mit Elespin weiter.
Und zwar mit, einfach weil ich es kann, mit Elektronetz. Weil ich die Attacke ziemlich cool finde. Und ich werde es jetzt einfach mit Elektroball zu Ende bringen. So, dann war's das für den Ass-Trainer. Dann schauen wir mal, ob's Item gibt's hier. Magnet. Schauen wir mal direkt, was das kann. Dürfte eigentlich Elektroattacken verstärken. Ja, dann geben wir auch unserem Elospin, da ich glaube, dass er das Glücksei eh nicht mehr braucht. Notfalls kann er Kilians wieder zurücktauschen. Ah, wir hatten Schutz. Deswegen haben wir ganz keinen Gegner bekämpfen müssen. Schauen wir mal, ob wir noch einen haben. Denn ich habe auch keine Lust, jetzt hier noch viel zu kämpfen. Ich glaube, das war der letzte. Wie es ausschaut, ja. Es kann auch sein, dass ich jetzt den falschen Beutel nachgeschaut habe. Da gucke ich jetzt nochmal nach. Hier dürfen eigentlich nur... Ah, doch, hier ist Superschutz. So, dann schauen wir mal. Noch irgend so ein Professor. Ich werde eigenhändig alle Rätsel dieser Welt lüften. Für dieses Ziel setze ich den Kampf fort. Und da ist auch Walter schon mal der Richtige, der im Kampf ist, denn Klick sollte ein leichtes für ihn sein. So, da hätten wir schon mal den besiegt. Ob der uns noch irgendein Item gibt? Ich glaube nicht, dass ich alle Rätsel dieser Welt im Alleingang lösen kann. Solange ich nur irgendetwas herausfinde und damit jemand helfen kann, bin ich schon mehr als glücklich. So, hier geht's auch noch lang. Ah, ne, hier ist der Anfang, okay. Dann können wir jetzt endlich mal aus der Elektrolithöhle raus. Hat auch jetzt lang genug gedauert, glaube ich. Aber vielleicht gibt er uns noch gerade das Level up für Walter. Da hätten wir auch alle auf dem gleichen Niveau. So, Genauigkeit von Sicherheit gestiegen, ist aber für uns relativ unwichtig. So, Metallklaue ist auch nicht so effektiv. Dann versuchen wir es mit Funkenflug zu benden. Und hoffentlich noch das... Okay, 248 Erfahrung ist nix. So wird es auch kein Level-Up für Walter geben. Ja. Ah, ich hasse es mit dem Fahrrad. Es ist so schwer, den Ausgang hier zu erreichen. So, jetzt. Und wir sind in Panero City. Und das Erste, was wir tun, ist natürlich ins Pokémon Center gehen. Und machen unser Pokémon nochmal fit. So, ich möchte aber jetzt mal kurz eigentlich nachschauen, was für Pokémon wir denn überhaupt schon besitzen. Haben wir nur Interesse halber. Also hätten wir einmal das hier, was noch... Könnte man eigentlich auch ins Team nehmen, anstelle von Elospin. Und die zwei könnte man anstelle von Renekton noch einbringen, aber ich glaube, da gefällt mir Renekton am besten und Elospin von denen zwei. Ja, ich finde eigentlich, momentan haben wir doch schon ein gutes Team. So, dann gehen wir wieder raus, oder vielleicht kaufen wir uns noch ein paar... Oder Superschutz dürfen wir eigentlich auch noch genug haben. Dreimal, okay, ich kaufe noch ein paar. Man weiß ja nicht, wann man sie das nächste Mal braucht.
TM brauche ich nicht. Aber hier. So, Superball, Hyperball haben wir noch ein paar. Hypertrank haben wir eigentlich auch noch ein paar. Eisheil brauchen wir alles nicht. Aber Superschutz oder Topschutz ist ja noch besser. Kaufen wir uns von denen einfach mal 5. So. Dann gehen wir mal weiter. Hier gibt es ja auch schon die nächste Arena. Die dürfte ich aber praktisch in der Folge jetzt nicht mal mehr anzufangen. Aber ich kann auch gerade dieses Gespräch spüren und dann muss ich aber auch schon aufhören. Oh, hallo. Bist auch Black. Lass mich doch mal deinen Pokédex sehen. So, dann schauen wir mal. Du bist bereits 72 Pokémon begegnet. Oh, sogar einem Klick bist du begegnet. Du hast echt nicht von schlechten Eltern. Du bist echt nicht von schlechten Eltern. Wo habe ich denn nur meine Manieren? Da habe ich vor lauter Aufregung noch glatt vergessen, mich vorzustellen. Mein Name lautet ebenfalls Ege. Hibbert Ege, um genau zu sein. Oh mein Gott, was habe ich denn schon wieder mit dem Vorlesen? Ja, du hast ganz richtig gehört. Und die reizende Dame, die dir den Pokédex anvertraut hat, ist meine herzallerliebste Töchterlein. Es ist wirklich ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier nun persönlich treffen. Sie hat mir schon so viel von dir erzählt. Nun zur Feier des Tages werde ich deinen Pokédex ein wenig aufrüsten. Es gibt Pokémon, die unterschiedliche Formen besitzen, obwohl sie derselben Art angehören. Fortan kannst du jederzeit überprüfen, ob du einer bestimmten Form schon einmal begegnet bist oder nicht. Darüber hinaus habe ich deinen Pokédex auch um eine Suchfunktion erweitert. Guten Tag, Professor Ese. Wer ist denn dieser Trainer? Ah, natürlich. Entschuldige, Geralinde. Black ist mit meiner Tochter befreundet und bereits einmal, um den Pokédex zu vervollständigen. Verstehe, dann wirst du dich mir gewiss bald in meine Arena stellen. Toll, ich kann es kaum noch erwarten. Genau, Black. Das solltest du unbedingt machen. Aber pass auf, in dieser Arena kann der Schuss schon mal nach hinten losgehen. Also, Geralinde, ich muss los. Ich melde mich wieder, wenn ich deine Hilfe brauche. Ach, Professor, mein Flugzeug ist eine Frachtmaschine. Ich kann zwar Güter, aber keine Menschen transportieren. Außerdem sind Kando und Sino auch nicht gerade um die Ecke. Kaum zu fassen, dass du mir diese harte Worte ohne mit der Wimper zu zucken ins Gesicht schleuderst. Menschen so wie Pokémon müssen sich doch gegenseitig helfen. Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns. Wie bitte? Harte Worte? Ohne mit der Wimper zu zucken? Jetzt bin ich am Ende wieder an allem schuld und wie? Wie konnte der nur zu einem weltweit angesehenen Pokémon-Professor werden? Wie auch immer, Black. Als Rennerleiterin freue ich mich schon ganz besonders auf deine Herausforderung. Ich habe allerdings zuvor noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Als ich vorhin mit einem Frachtflugzeug über den Turm des Himmels flog, habe ich etwas auf der Turmspitze gesehen. Ich bin mir sicher, dass es ein geschwächtes Pokémon war. Man kann es doch unmöglich einfach dort oben liegen lassen. Ich mache mich umgehend dorthin auf. Du kannst mich begleiten, wenn du willst. Zum Turm des Himmels gelangt man über Route 7. So, dann gehen wir schon mal in Stellung für auf Route 7. Und dann lassen wir Kilian hier die nächste Folge raus. Ich tue noch gerade Walter nach vorne, dass der jetzt auch sein Level abbekommt. Und dann sehen wir uns in 2 Folgen. Tschüss.